Schönen guten Abend und recht herzlich willkommen bei Kärnten heute. Großen Bahnhof gab es heute für die neuen City-Shuttle-Züge der österreichischen Bundesbahnen. Die modernen Garnituren sollen vor allem mehr Fahrkomfort für Schüler und Pendler bringen. Der erste Shuttle wird auf der Strecke zwischen Klagenfurt und Villach eingesetzt. Innerhalb der kommenden Jahre sollen dann 12 dieser Züge mit 42 Waggons zur Verfügung stehen. Das Land Kärnten beteiligt sich an den Kosten mit 220 Millionen Schilling. Zu einer Show mit künstlichem Nebel und politischer Prominenz machten die österreichischen Bundesbahnen die Präsentation des neuen City-Shuttle-Zuges auf dem Klagenfurter Hauptbahnhof. Für die Fahrgäste bedeutet die Inbetriebnahme der neuen Garnituren vor allem mehr Komfort. Wir wollen unseren Pendlern die beste Qualität bieten, die wir haben, und das ist der City Shuttle, sowohl in der einstöckigen Version, die man hier im Hintergrund sieht, als auch in der doppelstöckigen Version, die im Raum Wien fährt. Bei uns in Kärnten werden die Doppelstockwaggons nicht zum Einsatz kommen? Vorerst einmal die einstöckigen, weil die ganz einfach für die Kärntner Maßstäbe zweckentwickelt wurden, und man sieht, wenn man sich diesen Waggon auch innen ansieht, dass er wirklich eine völlig neue Qualität bietet. Neben dem modernen Design gibt es jetzt auch mehr Platz für Gepäck und Passagiere. Die Innenausstattung wurde von den Bundesbahnen in Eigenregie entwickelt und gebaut. Das Shuttle erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern. Auf die Fahrzeit wird sich dies jedoch erst nach der nächsten größeren Fahrplanreform auswirken. Eingesetzt werden die neuen Züge auf so gut wie allen Kärntner Bahnstrecken. Die Landesregierung beteiligt sich an den Investitionen bis zum Jahr 2014 mit 220 Millionen Schilling. Österreichweit werden in den nächsten 5 Jahren insgesamt 900 neue Waggons in Betrieb genommen. 6,5 Milliarden Schilling stehen dafür zur Verfügung. Morgen Samstag kann man das neue Shuttle zwischen Klagenfurt und Villach übrigens kostenlos testen.